Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Elder Legacy Survival. Ja, war ja gestern erfolgreich gewesen, war schön ihn auf den Sack gekriegt von schon wieder von einer Sau. Ich glaube, die Schweine die verfolgen mich. Aber wisst ihr was? Die werden wir heute zeigen. Ich bin nämlich vorbereitet. Ey, ich habe jetzt gerade 2 Stunden investiert. Fleisch sammeln, Feuerpfeile herstellen, Nahrung und ich habe auch rausgefunden hier kräutermäßig, dass er die stehen lassen muss. Steht zwar da, dass die vergammeln oder so, aber ich konnte ja nicht wissen, dass gleich daraus Lebensenergie, also Tränke werden. Ich will die Sau platt machen. Mein Plan ist jetzt, ich schieße die an, renne 300 Mal im Kreis, treffe die nochmal. Und in 3-4 Stunden haben wir sie dann platt und dann kriegen wir einen Stein oder sonst irgendwas. Nee, wir werden ein Buch kriegen. Vielleicht. Vielleicht aber auch ein Buch. Wie gesagt, irgendwie müsste. Also Höhlen oder so, aber. Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, ich bin jetzt gespannt, ob das buffen tut, weil meine. Wir haben ja 5 Schaden letztes Mal gemacht. Und wir haben uns ja angelegt und sind gleich tot. Vielleicht bufft das ja jetzt. Kann ja sein. Wie gesagt, wenn nicht, ich habe jetzt 55 Pfeile. Und warum ist denn das schon wieder so laut? Komm mal ein Stück runter. So, mein Plan ist jetzt, ich werde jetzt hier immer Magie nehmen. So. Den Bogen. So. Und dann. Weil, wie gesagt, ich habe gestern auch so überlegt, weil der Schaden, der war ja noch. War ja noch okay, wisst ihr? Seht ihr? Der macht ja immer 4 Schaden. Ich muss bloß aufpassen, dass er meine Rüstung nicht kaputt macht. Und treffen sollte ich. Na gut, vielleicht kann ich mir ihn oder zwei mal treffen lassen. Uhuhuhu. Ja, ich weiß. Gut, vielleicht sollte ich dann mal. Doch, vielleicht. Versuchen. Diesmal nicht zu sterben, weil sonst war die Vorbereitung ja für ein Propis. Naja, ganz für ein Propis ist es nicht gewesen. Lernphase und so. Autsch. Weit ist er denn schon? Hey, das funktioniert ja. Wir sind schon mal weiter als gestern. Kannst du mal... Ich muss doch... Ey, sag mal... So. Warte, die doof. So. Alter, die Hälfte ist schon weg. Habt ihr die gesehen? Na gut, die Hälfte ist ein bisschen übertrieben, wa? Aber ist schon ein bisschen was weg. Alter, wenn das so weit geht, schaffen wir das. Autsch. Autsch. Warten Sie mal ganz kurz. Hat er gesagt, warten Sie mal ganz kurz. Der wollte gerade keinen Pfeil nehmen. Ich wollte eigentlich die Nahrung nehmen zum Hochskillen. Also zum... Ihr Lebensenergie und so. Jetzt. Na gut. Die Zeit richtig abpassen, wa? Ich glaube, das könnte sein. Ich bin bis angespannt. Aber anscheinend könnte was werden. Ja, das funktioniert ja. Nee, das funktioniert nicht. Ja, gut. Aber noch sind wir ja ganz gut. Wie war es immer auf Sicherheit, ne?
Unanim. Ah, ich hab noch mal getroffen. Was hat er denn noch? Der hat ja nicht mehr so viel. Der ist fast tot. Was war denn da jetzt an unser Problem dran? Ne? Geh mal. Der ist tot. Das Schwein ist tot, das Schwein ist tot. Das frisst kein Brot, das frisst kein Brot. Ein Buch? Ein dickes Buch. Okay. Fleisch? Da habe ich auch was draus gefunden. Zeig euch gleich. Und ein Rezept. Ich krieg ein Rezept. Das wird jetzt nicht die Rüstung sein, oder? Na gut, ich hab hier eine Schmiede. Das ist ein Ofen. Schmiedeofen. Schmiedeofen. Hey, warten Sie mal. Ach so, ja. Es ist so ein ganz normales Buch, aber kein ganz normales Buch. Was ich sagen wollte hier, wenn wir Öl oder so haben wollen, einfach mal komplett aufdecken. Jetzt krieg ich nämlich 8-mal Öl. Statt nur 1-mal in der Zeit. Also mein Glück ist Backofen. Also nahrungsmäßig. Obwohl, wir haben ja ein Lagerfeuer. Irgendwas wird es schon sein. Aber nee, ich gehe. Nee, das wird schon nicht schmelzen sein. Blödsinn. Weil das andere würde ja keinen Sinn ergeben. Wir haben ja jetzt so fast. Nee, haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja so fast alle Höhen durch, aber das stimmt nicht. Ich habe noch ein paar Höhen gestern gefunden. Ach, und ich habe rausgefunden hier so, man kann ja, oder, das war schon klar, aber habe ich nicht gemacht, Höhlen markieren und so. Da lag Musik. Ey, das muss die Schmelze sein. Was anderes kann es ja nicht sein. Die werden uns ja jetzt nicht, ich brauche eine Rüstung, weißt du, dann werden die uns keinen Backofen nehmen. Alter, und ich hab's noch so viele Pfeile, Alter. Ich hab extra so groß gerechnet, wisst ihr? Nee, ich hab gestern noch eine andere Sache rausgefunden. War ich schon so ein bisschen an Verzweifeln gewesen. So ausrasten technischerweise. Schon fast. Es gibt eine Höhle, an der wir gestern ganz, ganz dicht dran waren. Und ich glaube, wären wir da gestern drin gegangen, den Weg ausgerastet. Also die ist nie so schwer, also sie ist schon schwer, aber nicht so schwer, so ganz schwer. Die ist eher so fallentechnisch, aber hier ist sie schwer. Es ist nämlich eine reine Falle. Also du kannst es trotzdem schaffen, aber schwierig. Bis ich das rausgefunden habe, oder beziehungsweise, dass es doof ist, darin zu gehen. Und zwar gestern bei den Hummer, wo wir drin waren. 2 Zentimeter weiter ist noch eine Höhle. Mhm. Wenn er darin geht, weil es halt noch nie gegangen sein solltet, kommt darin aber nicht mehr raus. Die Eingangstür ist nämlich verschlossen. Ich habe erst gedacht, dass es ein Bug ist. Ist aber kein Bug. Also geht man davon aus. Hinten am Ende der Höhle ist ein kleines Loch. Wenn er dadurch schießen tut, also ich gehe mal dadurch, dass es dadurch geöffnet worden ist, öffnet sich nämlich ein 2. Gang. Und da sind lauter Skelette drin. 6er habe ich. 6 oder 7 habe ich platt gekriegt, hier mit. Ja, Geister sind auch drin, 2 Stück habe ich auch gekriegt. Aber dann ging es weiter und da waren 6 oder 7 Skelette und so. Dann bin ich gestorben. Das Dumme ist, du kannst denn da hinrennen, ist ja leicht zu finden, aber du kommst ja nicht mehr rein. Weil du brauchst ja einen Bogen. Also du kommst zwar schon rein, aber du brauchst einen Bogen, um die Tür zu öffnen. Aber die sind dann immer noch drin. Die stehen dann bei deinen Steinen. Dann habe ich erstmal gedacht. Ne. Gut. Also. Ofen. Kein Ofen. Da Ofen. Das ist genau das, was ich haben will. Kostet Steine, habe ich. Da. Holz? Kriegst du da, ist kein Problem.
Das kriegen wir auch zusammen. Das kostet nur Dreck. Nee, Dreck und Holz. Genau. Und Eisen. Eisen haben wir 3. Warten Sie mal. Warten Sie. Eisen habe ich genug. Na, dann würde ich mal sagen, schön Erde klatschen. Ja, ich baue mir jetzt eine Schmelze. Also, auf jeden Fall einen Backofen mit Schmelzmöglichkeiten oder so. 1. So, hatte ich nicht 2 Schippen gehabt? Sag ich doch. Oh, ich glaube mal, dass wir denn irgendwas kriegen hier. Also, was heißt kriegen? Ich bin mir ganz sicher, dass wir eben halt denn das Eisen herstellen können. Entweder Platten oder Barren, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Ich gehe mal da aus Barren oder sowas in der Richtung. Und vielleicht denn neue Rezepte. Nee, muss ja mindestens ein Schwert oder eine Axt oder. Nee, die Rüstung wird kommen. Die Rüstung. Dass wir in die Höhen rinkommen und dann neue Rezepte oder so. Und vielleicht die Picke. Die Picke vielleicht. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. So, mal halten wir noch ein bisschen Klee da, ja? Naja, eine Rüstung würde mir schon reichen. So, dass wir nicht gleich sterben. Ich will noch nicht sterben. Wahrscheinlich brauche ich 20.000 hier sowas. Vielleicht bei denen alles, was ich gesammelt habe. Pass auf, krieg ich einen Eisenbarren. Und für eine Rüstung brauche ich dann, wie sicher, 12 oder sowas in der Richtung. Alter, ich glaube, dann fliegt mir die Schippe aus der Hand. So stelle ich mir das vor. Geh mal davon aus, dass eine Rüstung nicht so teuer, nicht so billig ist. Stück haben wir jetzt. Ja. Und da lang. Da. 5 Erde. Ja, ju, das könnte vielleicht eins wie sie Kündchen dauern. Es fängt ja hier schon an mit teuer. Ja gut, aber dafür sind ja auch eine Schmelze. Dass du die aus 3 Lehmklumpen nicht herstellen tust, das war mir schon klar. Aber ich gehe so ja davon aus, ich sag mal so, ich glaub, muss mir noch eine Schaufel bauen oder sowas. Und warum wird das jetzt so finster? Also, Flüssigkeit, ich hab Flüssigkeitsmangel. Und es ist Nacht. Will ich das am Tag oder in der Nacht machen? Was, wie lange dauert denn das hier noch? 288 Sekunden. Dann haben wir nämlich schon mal 8 Öl. Aber die sehen mit die Lebensenergie? Das war ja gleich komplett voll. Also, naja, 70 Lebensenergie, ne? Also. Ist nun nicht so, dass ich hier eine Lebensenergie von 300 habe oder so. Oh, Otter. Steine. Achso, und dann nochmal 4 Stück. Ach so. Yeah, warum sind meine Steine noch nicht fertig? Weil du es noch nicht angemacht hast, der Feuer, du Hannes. Ach, Mann. Oh, ich bin aber schon froh, dass es überhaupt hier weitergehen tut. Blume? Wäre das heute kein Erfolg gewesen oder so? Hätte ich schon so gesagt. Feierabend. Na gut. Ist jetzt eine Frage, wie weit das jetzt geht. Also...
Ich gehe noch mit eine Folge oder zwei Folgen vielleicht noch. Aber keine Panik, ich hab schon was im Hinterkopf. Was euch auch auf jeden Fall gefallen wird. Ich hab drin geschaut. Es hat mir gefallen. Also ich hatte schon das hier auf den Kanal gehabt. Nur ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Und die haben das Spiel komplett umgekrempelt. Mhm. So richtig schön mit Wettersystem und so. Cool. Nochmal. Nein, hier. Das. Jetzt haben wir schon 12. Also ein bisschen mehr könnte schon hier abfallen. Das ist ganz schön wenig. Ich mach Fußspuren? Das ist mir noch nie aufgefallen. Seit wann ditte? Nochmal 4. Sind wir schon bei 16. Oh. Kabin braucht Holz. Birkenwasser. Na, was für ein Zufall. Letztes Mal hatte ich dich hier braucht. Jetzt ist Boss platt. Ja, ist mir schon klar. Das haben wir schon mitgekriegt. Dass das in der Nacht besser zu sehen ist. Ach, die Schaufel, die ist bald Fritte. Rechtet ja schon. Bald. Die Nacht ist vorbei. Da ist es doch. So, da bin ich wieder. Also, wenn ich geschnitten haben sollte, was der Fall sein sollte. Das Öl wird fertig und die Steine auch bald. Ja, das dauert nämlich eine ganze Weile, dauert das schon. Aber wir haben das. Das ist es. Jetzt haben wir sie. Wir haben es fertig. Dann bauen wir uns mal eine Schmelze und dann setze ich mich auf den Arsch, weil ich wahrscheinlich 20 Trillionen brauche, um in Baren Platte, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass wir erst Platten herstellen und dann aus den Platten die Baren. Denn es ist nämlich noch teurer. Ist da? Ich gehe mal davon aus, dass ich mir gleich auf den Hintern setzen werde. Ah, sind sie. Schöne Ding. Aus mit dem Ding. Schmelze, Schmelze, Schmelze.
Und die haben schon schnell, wa? Meine Rüstung ist aber auch ja nicht so schnell kaputt gegangen, wa? Also ja nicht so doll. Weil die Sau, die hat mich schon so eins wie mal erwischt. Alter, jetzt bin ich mal... Alter, ist die knuffig. So, warte mal, ist die Öffnung jetzt so, oder... Seht ihr nämlich gerade nicht. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ja, gut. Oh, hier ist Kohle drin. Oh. Warten Sie mal. Nee, habe ich ja hier drin. Sollte das sein? Ist das vielleicht? Weil das war ja bei den anderen auch so gewesen, dass ich eben halt das Material, was ich brauchte, auch schon drin war, ne? Bei der Fackel war das ja auch so. Warten Sie mal. Darf hier? Erstmal probiere ich das eine, dann das andere. Also, starten. Wäre schon passiert. Ah. Oh. Ah. Also drei haben wir schon mal. Jetzt ist wieder die Frage, wie viel ich da nehmen soll von. Weil ich brauche ja waffenmäßig, ich brauche Rüstung und Werkzeug. Hä? Ich mach mal das Licht aus. Es sind nämlich drei Rezepte. Und ich will hier nicht hell sehen können. So eine Leute waren damals verbrannt. Was hier spitz hat. Ich kann mir eine Picke bauen. Und da war irgendwas mit Reparatur. Da war was mit Reparatur. Lederrüstungen sind da. Ein Kettenpanzer. Und eine Plattenpanzer. Reparatur. Ey, dann kann ich meine Rüstung reparieren. Oder mein Werkzeug. Und rostige Picke. Das heißt, ich kann mir jetzt die Picken selber herstellen. Eisenring. Oh. Eisenkessel und da war noch was anderes. Also da war viel anderes. Nochmal nach oben. Das war schon, das hatten wir auch schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Und das hatten wir schon, das hatten wir schon, das ist neu. Also eine Magierobe, falls wir auf Magie gehen. Und jetzt macht auch der Pöfer Sinn. Ein Feuerstab. Ein neuer Kochtopf. Und ein Eisenring. Alter, das kostet drei. Und dazu aber noch Wasser. Wird wahrscheinlich aber nahrungstechnischerweise wichtig sein. So, dann haben wir eben mal einen Ring. Warte mal ganz kurz. Na, ist vorbei. Ich habe jetzt drei Stück. Ich habe aber... Ist das auch eine Rost hier? Eine Metallpicke. Ist das ein Unterschied zwischen Rost hier und normale Metallpicke?
steht aber auch nicht da, dass das ein Unterschied ist. Und das kann ich auch nicht lesen. Hier steht Metallspitzhacke. Normalerweise ist das dort denn eine bessere, wa? Warte mal, was ist das denn hier? Eiserne Axt. Oh, und hier sind die Waffen. Ich werde die nachher nochmal reinschmeißen. Ich habe ja bloß drei. Also entweder machen wir uns jetzt eine Rüstung. Oder Waffen. Wo sind die Waffen? Da sind sie ja. Also Holz, siehst du, drei Eisen. Alter, drei Eisen. Fünf Eisen. Ja, das ist eine Zweihand. Drei Eisen? Also ich kann mir eh eine Waffe herstellen. Eine Eisenaxt. Ich mache mir jetzt eine Waffe. Ich werde mir jetzt eine Waffe bauen. Und dann werden wir uns noch ein bisschen mehr Eisen holen müssen. Ein wenig sehr viel Eisen. Ich hoffe, dass das mit der... Na gut, wenn ich jetzt noch immer sammeln gehe, können wir noch immer einschmelzen, dann vielleicht eine Picke machen oder sonst irgendwas, kicken, ob das was bringt. Oder eher eine Rüstung oder sowas in der Richtung. Ah, jetzt ist es eh zu spät. Auf jeden Fall wird es besser sein als Sitte. Nahkampfschaden 16. Nahkampf 12. Hier müsste stehen, was die an Schaden machen, weil das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist das der geilste Scheiß hier, aber eben halt... Na gut, das ist eben halt teuer, ne? Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das werden wir machen. Erstmal Platz. Und dann die Höhen. Das wären Höhen und Tiefen. Oh, Moment. Da ist ja noch mindestens zwei Bahnen drin. Was stellen wir uns denn jetzt her? Ich würde sagen, wir stellen uns nochmal eine Picke her. Weil die wird irgendwann mal kaputt gehen. Und dann können wir kein Eisen mehr abbauen. Und das ist immer gut, sowas auf der Hinterhand zu haben. Auf die letzten Meter wird er clever. Gut, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es geht schon in diese Richtung. Sinnvolle Sachen zu machen, das meinte ich. Nicht clever werden, sondern sinnvolle Sachen. Wir wollen mal nicht übertreiben. Wie, dann habe ich doch. Ich habe das da, wo ist... Ich hab mir doch gerade Holz in die... Ich wollte es mir einstecken. Gut, habe ich denn doch nicht gemacht. Oder vielleicht ist die so ja besser. Es war eine Rostige, aber eben halt... Fünfer? Die ist besser. Die ist besser als die Eisen. Das macht doch überhaupt ja keinen Sinn. Normalerweise müsste die doch besser sein als die, oder? Oder ist mir der Film gerissen? Also ich würde sagen schon. Na gut, was weiß ich. Schild kostet mir 3er. Kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten. Einen magischen Ring. Den kann ich mir leisten.
Nee, auch nicht. Also, ich muss ihn wahrscheinlich erstmal hier reinziehen. Nee, auch nicht. Hä? Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Für was stelle ich denn das her? Ach, das ist... Vielleicht ist es noch kein richtig guter Ring, den muss ich mir erst noch herstellen in der Schmiede, in der Höhle, was wir da gesehen haben. Da hat uns das ja gefehlt. Und dann bist du hier Magic Man. Hätte ich mal gerne vorher gewusst. Ich habe gedacht, das kannst du jetzt anwenden und dann ist es gut. Was für eine Enttäuschung. Auf jetzt was? Das eben Mord. Das hätte ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Also rein theoretisch wollte ich das jetzt so. Aber nicht. Ach so. Ah, gut. Intelligenz. Aber ich sag, kann ich eigentlich erstmal hier drin lassen. Dann würde ich mal sagen, ab Richtung Höhle. Wasser haben wir, Pfeile haben wir auch noch eins wieder. Ja, dann nehmen wir mal los. Dann kann ich gleich mal hier ausprobieren, was das sagen tut. Ey, hoffentlich nicht so schnell kaputt. Hoffentlich zerbricht das nicht in meine Hand. Also ich brauche jetzt hier erstmal Höhlen. Markieren und dann brauche ich Eisen. So ein, zwei Stück. Und dann will er zurück einschmelzen, will er zurück einschmelzen. Dann müsste ich da eigentlich neben der Höhle wohnen. Das sind bloß so normalen Dudes. Hallo, ihr Dudes. Ah, das zieht schon durch. Holy shit, habt ihr gesehen? 300 Schaden. Der traut sich ja nicht anzugreifen. Ist da gerade Essen kaputt gegangen oder habe ich jetzt Essen gekriegt? Ich hab jetzt nicht. Hä? Also entweder ist da gerade Essen kaputt gegangen oder ich hab Essen gekriegt. Hier habe ich auch eine Sache rausgefunden. Genau, wenn du mich so machen tust, kann es sein, dass ihr andere Sachen bekommt. Hat mir aber bis jetzt nichts gebracht. Nein, musste aber auch. Ach, ich habe jetzt darauf keine Lust. Wie sieht es denn eigentlich mit denen aus? Oh, das summen sie. Ach nee, wie ist er? Vielleicht später mal. Erstmal Höhlen. Meter machen. Verdammt. Erstmal ein paar Höhenmeter machen. Ein bisschen Eisen. Und dann ist gut. Ja, ist die richtige Richtung. Ich will nicht in derselben Höhle wie letztes Mal drin landen. Also... Offline, was ich gesagt habe, fallen technischerweise. Ach, hier sind wir. Hatte ich hier alles an Eisen rausgeholt? Ich glaube nicht, ne? Schauen wir mal. Na? Das wird auch immer mehr, wa? Nee, nee. Hier ist nur ein Pilz. Ich wollte gerade sagen, die sind schon wieder da. So. Na, Ito. Unser erster Kandidat.
als das gute Eisen. Das wurde jetzt noch 20.000 Mal. Dann haben wir es. Wahrscheinlich muss ich die Steine saugen. Weil, wie gesagt, das wiegt ja alles ein bisschen was. Diese verdammte Rätsel. Da ist ein Kristall. Kann mir sehen. Wie gesagt, Steine kann ich dann wegschmeißen. Wir haben jetzt erstmal bloß eine Priorität, das Eisen. Naja, gut. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen ranhalten. Ah, sobald wir rauskommen, werden wir uns erstmal den Berg wieder markieren, wa? Oder generell markieren, so rum. Dies ist der Schalter. Das wäre böse gewesen. Wenn ich wenigstens nachstehen würde, wartet. So, wisst ihr? Wie gesagt, keine Ahnung. Die sind ja schon wieder da. Ich glaube, jetzt haben wir auch genug Munition und Lebensenergie und vielleicht auch die richtige Bewaffnung, dass wir uns gegen die stellen können. Vielleicht. Alter, zwei Kristalle. Und noch ein großer dazu. Also, ein kleiner und zwei große. Na denn. Die Frage ist. Ich bin echt am Überlegen. Das sind ja 3 Minuten, ne? Ach, wisst ihr was? So. Dann zieht den da innerin. So. Nicht so gut. Scheint wohl der richtige Riecher gewesen zu sein. Ja, da habe ich die zerlegt. Die wussten ja nicht, was denen blüht. Also, eigentlich nichts mehr. Außer, dass ich jetzt wieder Eisen kriege. Hä? Achso, da ist noch einer. Wo ist einer? Da hinten. Na gut, wir machen auch extra so Dings noch Schaden, wa? Feuerschaden und nebenbei Dings, also extra Schaden. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich geh erstmal. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich wollte es mal versuchen. So, jetzt holen wir uns erstmal die restliche Eisen. Boah, Alter, jetzt habe ich die Dietriche vergessen. Also, gut. Müssen wir uns erstmal herstellen.
Das heißt, ich muss mir für Schwert so mehr Magie und so, ne? Das hat jetzt gerade ganz gut funktioniert. Kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert bei dem Geist. Hallo? Ich habe ein Level gemacht. Aber das habt ihr ja mitgekriegt. Geschicklichkeit Stufe 5. Ja. Toll. Läuft. Wie gesagt, ich werde jetzt alles mitnehmen, was dann Eisen ist. Auch wenn ich Stein und so entsorgen muss. Also, was ich sehe an Eisen. So rum. Nicht, dass ich hier einen Futze dann übersehe und dann... Du wirst brennen in der Hölle. Da, seht ihr? Ich wollte gerade sagen, den krieg ich nämlich nicht. Kriegst du ja wohl. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 50? Also, einen Stack haben wir schon mal. Ah, er läuft aber schon langsamer. Ja, gut. Wie gesagt, Wasser ist nicht zu unterschätzen, Alter. Wasser wiegt, Alter, in dem Spiel. Guck mal, hier ist ein Wolf. Axt, Wolf. Ich hab da so eine Idee. So viele Möglichkeiten hast du ja dann nicht mehr. Das ist ja die Frage, welche Reihenfolge war. Ob dann erst die Axt, dann der Wolf und so. Und da oben hast du eine Krabbe. Ihr habt da irgendwas zeichenmäßig Krabbe? Gleich mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade so überlegt, aber das kann nicht sein. Auf dem Berg. Weil wir haben ja mehrere so eine Rätsel schon gesehen. Rätselnerweise. Na? Komm schon! Ich sag jetzt nicht, dass ich... Ich hab Verlust. Da ist einer. Komm da nicht ran. Was machen wir nun? Müssen wir neu starten, das Spiel. Los, mach kaputt. Jawohl. Na? Jut. Das ist auch noch eins. Das haben wir auch. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, in ihnen war eine Axt drin gewesen. Ja, mein Wolf. So viele Möglichkeiten haben wir nicht zur Auswahl. So, Steine entsorgen. Was haben wir jetzt da? Oh. Ich glaube mal, dass wir nichts mehr so großartig mitsammeln können. Das sollte erstmal genügen, wa? Ich werde das jetzt noch markieren und dann ist es gut. Also Kristalle sammeln. Und Magie herstellen. Juhu. Also. Da hinten war eine Axt. In der Höhle. Hier ist der Wolf. Ich sehe aber nicht krabbemäßig oder sowas. Gut, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber guck mal, hier ist ja auch ein Schädel. Das könnte auch ein Symbol sein. Hier, tot. Tot. Oder auch nicht. Vielleicht auch für zu viele Rinden interpretiert oder so. Vielleicht hat
die Hülle noch andere drei Symbole und ich sehe die noch nicht. Zum Beispiel jetzt, wie ihr sagt, mit dem Schädel. Mit dem Wolf. Was hier noch ist. Ich weiß bloß, dass ich überladen bin. Wie Hulle. Hinaus. Müsste der Ausgang sein. Jawohl. Gut. Markierung. Setzen. Fertig. Ab nach Hause. Kann ja eh nichts mehr mitschleppen. Das heißt, wir haben heute ein Schwert gebaut, werden uns noch eine Rüstung kredenzen und können auch Sachen reparieren. Keine Lust rumzulaufen. One-Shot. Ein Honig. Ein schöner Honig. Das ist das Schönste, was ich jetzt noch sammeln kann auf der Welt. Wo sind die jetzt hin? Da. Leer. Eine Leere. Na, war doch produktiv gewesen. Oder halt geschafft, was wir machen wollten. Ach, ich soll so eine Höhle in der Nacht folgen oder was? Oder wegen Licht und so. Um die Quest zu schaffen. Wir waren zwar jetzt in der Höhle drin, aber scheint das Spiel nicht so gerafft zu haben. Gut, dann müssen wir wohl die nächste Quest so in Dunkeln machen. Aber erstmal ganz in Ruhe die Rüstung. Machen wir uns erst die Kettenrüstung oder denn die Panzerrüstung? Oder kann man die... Nee, wir haben ja bloß... Wir haben ja bloß jeden Slot. Wie gesagt, aber ich frage mich, was der Ring ist. Wir haben jetzt ja noch die Möglichkeit, da oben magiemäßig die aufzusetzen, aber ich kann ja den ja irgendwo rinschmeißen. Also ich sehe das nicht irgendwo. Hm. Ah, da ist noch ein bisschen was. Da denkst du, da hast du das. Und du hast nichts. Na gut. Zwei Stapel. Was waren das da? 20 waren das, ne? Ein Bahn. Oder lass es 25 sein, dann haben wir 4 Bahren. Auf jeden Fall. Also eine Rüstung können wir machen. Ein Rüstungsstück. Eins ist drinne. Eins können wir machen. Na wohl, ein Bahren haben wir ja noch. Ist doch gut. Sag mal, haben wir nicht gestern 4 gekriegt? Nee, 5 war immer, ne? Schön, schön, schön. Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Rüstung. Ja, der ist ja fertig. Ja, schnell. Eine Rüstung. Wie gesagt, wäre schön, wenn du stehen würde, was du da so. Was du da so hast, ne? Oh, das kostet 3 schon alleine. Achso, hier brauchst du ja eine Kettenrüstung für. Also hat sich das ja jetzt hier erledigt. Hier kostet 1. Das heißt, wir haben da noch 2 übrig, ne? Jo. Der Helm kostet 3.
Was habe ich noch? Die Möglichkeit, das zum Reparieren zu bauen. Das haben wir. Kostet auch 3er. Aber vielleicht ist das wichtig wegen besserer Nahrung und so. Und das wäre dann alles weg. Wir machen jetzt erstmal eine Rüstung. Ich würde sagen, wir machen uns die Rüstung hier. Jo. Also, Leder. Dann eben halt nochmal in eine Höhle rennen. Ne? Dann ist es so. Dann kann ich das ja eigentlich gleich komplett umwandeln. Weil wir werden ja... Genau, wir werden ja bloß das und das andere Leder brauchen. Das und das andere Leder. Jo, also nächstes Mal nochmal ein bisschen was holen. Denn wieder was. Immer ein kleines bisschen. Ist ja auch nur Leder drin. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Platz mehr. Also könnte ich jetzt das auseinander... Ja, doch, auseinander könnte ich das jetzt nehmen. Ja. Rüstung auseinander. Also eh ein Rüstungsstück. Mehr kann ich mir ja nie leisten. Oder sag mal, wie viel kostet denn so eine Armschiene? Nee, keine Armschiene. Hä? Die gibt bloß eine Holz. Gib mal, die gibt bloß Holz. Armschiene. Der müsste ja nur eins fehlen. Ob ich das doch nochmal machen soll? Gut, den Helm kann ich mir ja so oder so nicht leisten. Den kostet ja 3. Ich könnte mir jetzt hier so einen Lederhelm. Ach, wie ist was? Dann hole ich mir erst das Billo-Zeug. Ist doch besser als ein. Mein schönen Eimer auf dem Kopf. Ja, komm, wir machen uns erstmal Lederzeug. Ist ja besser als gar nichts. Denn es ist eben halt eine Stufe darunter und Stück für Stück verbessern wir. Ja, das sehe ich auch so. Also Nummer 1, dann brauche ich für die Schuhe. Oder für die Hände. Ich glaube, das spielt kein Weizen, wa? Ja, gut. Also kann der Helm auch weg. Und die Armschiene kann weg. Ja, das ist die Beinschiene, Karin. Das ist die Armschiene. Nee, Bein. Das ist Arm. Mann, ist das arm. Ja, ja, das sieht schon brauchbar aus. Yo. Ah. So, langsam sieht er aus wie ein Wikinger. Und jetzt brauche ich bloß noch für die Füße. Keine Ahnung. Schild brauche ich noch. Da fehlt uns wieder Eisen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn solche Weihnachten, Däumchen, Träumchen nicht vergessen, seid auch morgen mit dabei. Ich weiß noch nicht. Es wird wahrscheinlich noch nicht die vorletzte Folge. Ich sag mal noch 2, 3 Folgen. Ich will die Rüstung fertig haben. Die Rüstung, dann will ich sehen, was da noch so ist. Jo. Also ich sag mal nur so, maximal, ich mache jetzt ein Ende. Ich mache 3 Folgen noch und dann ist, haben wir die Rüstung fertig. Welt wird ja jetzt besser. Wir sind jetzt besser bewaffnet, wir haben eine bessere Rüstung. Funktioniert schon. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.